Leute, heute ist so ein verdammt schöner Tag, denn heute ist das Game rausgekommen, was ihr im Hintergrund seht, Sons of the Forest, worauf ich eine Ewigkeit gewartet habe. Mehrfach wurde der Release verschoben und jetzt haben wir endlich den Release gestern gehabt und ich habe mich sofort für euch rangesetzt und habe gedacht, komm, wir brauchen ein neues Let's Play. Ich bin euch ein Let's Play schuldig, weil God of War habe ich ein bisschen verkackt, nehme ich mal auf meine Kappe und jetzt werden wir heute mit Sons of the Forest anfangen. Ein hochantizipiertes Game, das am meisten gewishlistete, keine Ahnung, grammatikalisch völlig falsch, aber das am meisten gewishlistete Game auf Steam und das kam gestern im Early Access raus. Ich werde gleich noch ein bisschen was dazu sagen, Leute. Wir lernen uns ja jetzt ein bisschen näher kennen in dem Let's Play. Macht euch ein Piefken. Ich habe meinen Ohr am Start mit Schuss und ich habe mir auch hier einen schönen Zaubertrank gemixt. Und wir gehen einfach mal ins Game und gucken, was Early Access Sons of the Forest zu bieten hat. Und wie gesagt, im Idealfall machen wir da ein gesamtes Let's Play draus, weil da habe ich voll Bock drauf. So, let's go. Also ich weiß bis hier natürlich noch nicht mal, ob das überhaupt startet. Okay, die Frage ist beantwortet. Nice. Da ist schon mal sehr laut. Und so sieht das Hauptmenü aus. Und die Musik ist schon geil. Aber die muss ich ein bisschen leiser machen. Also, warte mal. Eben Grafik checken. Individuell, Junge, eigentlich. Also, Sons of the Forest, wie gesagt, ist im Early Access, in einem sehr frühen Stadium im Prinzip. Es mag Bugs geben, wir mögen Bugs über den Weg laufen und es hat sehr, sehr hohe PC-Anforderungen. Das Spiel ist bis jetzt nur auf PC draußen. Und wir schauen uns das jetzt mal hier alles an. Ich mache einfach mal voll, mein PC müsste dann eigentlich alles hinbekommen, hoffe ich. Keine Ahnung, alles mal hier anwenden. Zack, Dankeschön. Anzeige war auch gut, ne? Ja, voll wunderbar. FPS gibt es hier nicht. V-Sync machen wir mal an. Auf 60 Hz, perfekt. So, 4K natürlich. Und wir gehen jetzt einfach mal rein. Ich habe keine Ahnung, was passiert. K Spiel könnte abstürzen. Wir schauen uns das jetzt mal einfach an, Leute. Aber ich bin gehypt. Weiterspielen. Was soll ich denn weiterspielen? Nein, neues Spiel. Schwer, individuell, friedlich, normal. Wir machen normal. Geil, Junge, der erste Teil war der Shit. Der erste Teil ist eingeschlagen wie eine Bombe, wo die Entwickler das, also für die, die es nicht kennen, wo die Entwickler das wahrscheinlich selbst nicht gedacht haben. Und wie gesagt, heute das am meisten gefragteste Game auf Steam, der zweite Teil. Sons of the Forest. Puff, Puffkorb, Junge. Mein Spiel reicht schon. Muss ich mal machen? Ich kann gucken. Der Edward Pufton, der ist 31 Wochen am Missen dran am sein. Nichts verstanden, egal, wir drücken mal D. Barbara Pufton, auch seit 31 Wochen vermisst. Virginia Pufton, scheint die Tochter zu sein, gehe ich mal von aus. Steht das da? Occupation Student, okay. Was haben wir noch? Ja, das war halt. Ne, hier haben wir nur eine Map quasi von der Insel. Und auf E kann man jetzt ausmachen. Bin noch nie Hubschrauber geflogen, aber ich glaube, es ist.
Junge, schwimm doch drum rum, Alter! Ja, bleib der lieber da unten, drückt er gegen die Scheibe. Let's go, raus hier. Ich mach nichts, ne? Ich hab nichts gemacht jetzt. Also nur E gedrückt. Wer ist der du? Wer bist du denn? Sah aus wie so ein Wissenschaftler oder sowas. Geil, Mann. Ich sehe schon die Köpfe kennen, die man wieder aufkloppen kann. Oh. Boah, warte mal. Ich muss mal eben eine Sache machen, Leute. Ich hoffe, der Ton passt. Wie gesagt, ist jetzt die erste Aufnahme. Deshalb kann ich jetzt noch nicht so viel sagen. Ich hoffe, das passt hinterher auf der Aufnahme. Jo, cool, ne? Also die... bei denen brauchen wir wohl nicht mehr vorbeischauen. Haben wir jetzt schon irgendwelche Waffen oder so? Aber wir gehen erstmal zu den Überlebenden. Okay, ich weiß nicht, ob das mit der Grafik so funktioniert, weil hier, wenn ich zum Wald hingucke, habe ich schon krasse FPS-Drops. Aber wir lassen ihn erstmal so. Hallo? Wer bist du? Das ist der Kelvin. Der will ihn jetzt erstechen. Ah! Er reagiert. Ah, genau. Kurzen Kontext dazu, weil das Spiel liefert jetzt den entsprechenden Kontext nicht. Der Kelvin ist eine AI, also eine künstliche Intelligenz. Der hilft uns quasi mit allem. Also Forest ist halt ein Erkundungs-, Survival-, Überlebensabenteuer-, Horror-, vielleicht auch noch Adventure-Spiel. Und da gilt es eben auch darum, Ressourcen zu sammeln, Stöcker etc. Und dann sammelt der Kelvin mit. Und deswegen, warte, wir machen jetzt erstmal Folgen hier. So. Wie geil, aber hier. Ja, Arbeitseinweisung. Er könnte ihm das ja auch einfach sagen, aber ne. So, genau, guck mal, wir looten erstmal alles, was so da ist. Haben wir ein Inventar. Wir haben ein Inventar, das ist sehr schön. Füge der Matte Gegenstände hinzu, um sie zu öffnen oder zu kombinieren. Kennen wir aus dem ersten Teil. Hier haben wir das Notfallpaket. Einmal öffnen. Klicke auf die Ausrüstung, um das Notfallpaket zu öffnen. Also, auf das Brettchen, okay. Wie im ersten Teil quasi. So, wir haben ein GPS-Gerät. Auch bekannt unter GPS-Gerät. Von der Ausrüstung. Ah, das ist schon mal ein Riesenunterschied zum Vorgänger. Wir haben eine Map. Wir wissen, wo wir sind. Das ist krank. Gab es im Vorgänger nicht. So, wir haben eine geile Axt und wir haben ein geiles Messer. Warte mal hier. Ah, ein Feuerzeug. Okay. Nice. So, wie kann ich die jetzt auf Tasten belegen? Zufällig irgendwie? Wie soll ich das tun? Warte mal. Früher ging das auf den Rucksack. Mach mal den da weg. Kann ich jetzt die... Achso, okay. Also Messer kann ich schon mal nicht und GPS auch nicht. Die Axt ist schon irgendwie dran am Rucksack, also die habe ich jetzt quasi kombiniert. Gehen wir mal raus und drücken 1. Okay, passiert nichts. 2, 3, 4, 5. Ich drehe mal am Rädchen, auch nicht. Dann macht der. Ja, pack doch mal GPS-Ding weg. Du Klopper, du. Junge. Mal weg. Hau ab. Wie geht das weg? Kurz mal Steuerung checken. Ob es dafür überhaupt eine Tastenbelegung gibt. GPS-Gerät, M. Ah, macht Sinn, weil es ja Karte, ne? So, kannst du jetzt eine Axt ziehen, oder was? Kann er nicht. Ja, das ist ja komplett Arsch jetzt gerade. Aber warte mal, wir legen die einfach so. Jetzt haben wir eine Axt. Jetzt kann man nämlich hier die Koffer aufmachen. Ach, man braucht noch nicht mal GPS, eine Axt dafür. Ich glaube, wir können die auch so aufmachen.
Tatsache. Also, für die wenigen unter euch, die den ersten Teil nicht kennen. Der erste Teil war The Forest. Der kam raus vor, boah, ich glaube mittlerweile auch schon irgendwie 10 Jahren oder so. Ich weiß es gar nicht. Wir machen mal hier Essen voll. Und The Forest hat Maßstäbe gesetzt in Sachen Survival Game. Und dementsprechend, wie gesagt, boah, ich denke schon, wer rennt da hinter uns? Der Kelvin, Junge! Ich glaube, wir brauchen einen neuen Namen für dich. Und dementsprechend jetzt auch der Hype um Sons of the Forest extrem groß. Storytechnisch gibt es zumindest bis hierhin am Anfang, glaube ich, keine Zusammenhänge. Ich bin mir aber auch nicht sicher, deshalb ist das für euch jetzt auch egal, ob ihr die Story kennt oder nicht. Hier holen wir noch die restlichen Koffer da vorne. Hier ist schon mal ein Stock, sehr wichtig. Und genau, also im ersten Teil ist man quasi von einem Flugzeugabsturz alleine auf eine Insel gekommen. Und die Aufgabe war es im Prinzip, seinen Sohn zu retten. Und jetzt im zweiten Teil sind wir offensichtlich schon Teil eines Teams, was aus irgendeinem Grund auf diese Insel hier losgelassen worden ist, beziehungsweise was heißt aus irgendeinem Grund. Wir haben ja vorhin auf dem Laptop diese Missing Personen gesehen, die es wahrscheinlich gilt, in der Hauptstory zu retten. Und ich glaube, in Sons of the Forest, also in dem Game hier, differenziert man jetzt zwischen Kampagnenmodus und Multiplayer-Modus. Es gibt auf jeden Fall einen Multiplayer, mussten die machen, weil The Forest 1 war quasi reines Multiplayer-Spiel, möchte ich fast sagen. Und ja. Ja, so, jetzt gilt es wahrscheinlich für uns hier irgendwie mal eine Base zu bauen. Und da ich ja eine gewisse Erfahrung aus Forest 1 mitbringe, also aus dem Vorgänger, orientiere ich mich mal an dem Wissen, was ich da habe, hier eine Base zu errichten. Das macht man am besten am Wasser und umringt von Ressourcen. Also gut, am Wasser waren wir gerade. Achso, warte mal. Check mal eben die Map. Wir gehen mal eben zum Hubi. Zum Hubschrauber, der abgestürzt ist. Vielleicht ist da auch noch Loot drin. Oder vielleicht liegt der unter Wasser. Nein, hier sind nämlich auch, also wenn ihr da auf der Map guckt, da ist links auch so ein Steintor oder sowas. Das weiße. Und, oh, guck mal hier. Und, das sind wahrscheinlich Höhlen. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen Fleisch hier gelootet. Das ist sehr, sehr schön. Das Eichhörnchen lassen sich auch ziemlich leicht jagen bis jetzt. Ich möchte mir mal eben den Hubschrauber angucken, aber ich glaube, der ist unter Wasser. Ja, okay, guck mal, der muss unter Wasser sein. Sonst würden wir den ja quasi jetzt schon sehen. So, warte mal, neue Anleitung im Inventar verfügbar. Ja, genau, und craften ist hier eigentlich echt einfach, wenn man weiß wie. Man kann jetzt hier quasi mal so ein... Wo sind denn meine Steine? Hier oben sind meine Steine. So, oh nein, Quatsch. Wenn man die jetzt nämlich, wie vorhin angekündigt, in die Mitte tut, kann man hier über das Rädchen mouse-overn und dann hat man Reparaturwerkzeug. Dafür brauche ich halt dann einen Stein, einen Stock und ein Seil, beispielsweise, nur um euch das jetzt mal zu zeigen. Und so erklärt sich im Prinzip das Crafting hier ganz einfach. Was sich jetzt mir noch nicht erklärt ist, wie ich die Axt jetzt auf 1 lege, und was sich mir auch nicht erklärt ist, wo der verdammte Kelvin schon wieder hin ist. Der hängt hier vorne, da. Kannst du mir bitte nicht so creepy entgegengerannt kommen? Wäre schön, wenn du irgendwie weiter in der Nähe bleibst. Warte mal, wo ist denn der Baumenü? Wie geht das auf? Ah, hier. B, guck mal. Second Edition, geil. Aha, guck mal, Zelt. Brauchen wir einen Stock und eine Plane. Das heißt Modus wechseln? Was passiert jetzt, wenn ich da drücke? Ah, okay. Boah, Junge, geil, wenn ich das hier schon wieder sehe. Alter, kleine Blockhütte. Fallen. Boah, Fallen waren so ein Riesengame im Vorgänger. Fischreue, Pflanzgefäß. Okay. Ja, erstmal gilt es, einen Unterschlupf zu bauen. Wir haben hier einen Jagdunterstand. Pass auf, ich weiß mir jetzt, Leute, ich weiß genauso viel wie ihr, ne? Ich weiß mir jetzt auch noch nicht wirklich zu helfen, deshalb gehen wir mal einfach hin und bauen hier irgendwo, wir bleiben jetzt auch ziemlich am Wasser, weil zur Not, falls Gegner kommen, also es kommen hier so zombieartige Kannibalen mehr oder weniger, können wir halt ins Wasser rennen und die da loswerden. So, wir bauen das jetzt einfach mal hier hin. Zack, so, jetzt braucht man nämlich hier, jetzt muss man halt hier die ganzen Ressourcen reinpacken, wie zum Beispiel das. Stöcker, kann man die hier rausgewinnen oder was? Okay, anständig. So, pass auf, Kelvin, mein Boy, komm mal her. Geh mal, nimm Gegenstand. Kann ich das?
Nein, hey. Junge, will er jetzt den Kelvin erschlagen oder was? Nee, warte mal, nimm Gegenstand. Ach so, ich kann dem jetzt einen Gegenstand geben? Ach hier, hol, genau da wollte ich hin. Hol mal bitte Stöcke. Und mir geben, fallen lassen, folge mir geben. Fallen lassen ist, glaube ich, dass er die hier hinlegt, wo wir gerade stehen. Mir geben, dann rennt er mir wie so ein, keine Ahnung, also dann rennt er mir halt hinterher und will mir die in der Hand drücken, glaube ich. Aber ist halt scheiße, wenn du keinen Inventarplatz hast. Fallen lassen, wir machen mal fallen lassen. Gucken, ob er die dann hier hinpackt. Hau ab. Geh. Achso, du kannst natürlich den Stock. Aber ich will ihn mal eben beobachten, ob der dir jetzt hier fallen lässt. Ne. Der geht dir am Bazar verkaufen. Ja, gut, war schön mit dir, Kelvin. Schön, dich hier zu haben. Wir fällen mal einen Baum. Oh, geht schon mal sehr schnell. Man muss hier also nicht wie im Forest im ersten Teil mühselig mit der Anfangs-Notfall-Axt fällen. Aber man... guck mal, man muss hier, glaube ich, tatsächlich rumlaufen, ne? Wenn ich jetzt hier von einer Position schlage, hätte der den Baum, glaube ich, nicht down gekriegt. So, jetzt kann man hier wegnehmen. Einmal rein. So, aha. Ich hatte jetzt nur zwei auf der Schulter, aber da hat trotzdem irgendwie als drei gezählt oder so. Ja, wahrscheinlich, weil der hat einen zerteilt, genau, für die Stützen, für die beiden Stützen. Vorher braucht er ja nur zwei halbe quasi. So, Steine rein. Zwei Stöcke, wo ist der Kelvin? Ja gut. Ich weiß nicht, wo der jetzt hin ist. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie man Stöcke wegwirft oder den Stamm wegwirft, ohne das Ding zu öffnen. Da ist er wieder! Oh, schön. Und da hinten ist die Höhle. Boah, will ich da rein? Naja, am Anfang ist man nicht, ey. So, hier liegen auch noch Stöcke. Nice Kill. Und wo hat er die Stöcke her? In Forest 1 war hier. Ah, sowas wahrscheinlich. Ah, genau, nice. Boah, ist das geil, Alter. Ist das geil. Also bis jetzt grafiktechnisch natürlich im Gegensatz zu Forest. Was heißt natürlich? Aber im Gegensatz zu Forest 1 absolut krank. Jetzt können wir speichern. Man kann nämlich erst mit Unterschlupf speichern. Grafiktechnisch gefällt mir das schon mal extrem gut. Hat man aber, glaube ich, auch in den Trailern ganz, ganz gut gesehen, würde ich da mal sagen. So, dann brauchen wir nämlich sowas wie Möbel eigentlich erstmal nicht. Wir brauchen irgendwie Pflanzengefäße, irgendwas für Essen wäre halt nicht verkehrt. Baumunterschlupf. Oh geil, man kann wieder Baumhäuser bauen, Mann, ey, geil. Wandfackel, Holzbank, Stocklager, genau. Ah, Lagerung. Hier sind wir bei Lagerung, das ist sehr gut. Trockengestell. Trockengestell, ziemlich wichtig. Da brauchen wir auf jeden Fall auch. Nee, der Junge, der Terrorist da hinten, der springt ja einfach die Hänge da runter. Und was nämlich auch ein sehr, sehr großer Grund war, für mich, dass ich auf die Idee gekommen bin, halt Sons of the Forest bei Release sofort zu let's playen, war einfach der Horrorfaktor. Also für die, die es nicht kennen, ich meine, erste Teil war jetzt nicht krank gruselig oder so, aber wenn ich hier mal einen Horror... Oh, was hat hier? Nimmt der das auf oder isst der das direkt? Nee, weil man darf nämlich so Bären und so nicht einfach essen. Wo hat der denn jetzt... Junge, hier müssen ja jetzt 4 Millionen Stücker liegen schon. Da, genau, tatsächlich. Nee, aber was für mich ein Grund war, war eben dieser Horrorfaktor, weil wenn ich dann mal ein Horrorgame hier auf dem Channel gespielt habe, dann ist das, oder bei auf dem Hauptchannel, ist das eigentlich sehr gut angekommen. So, wie kann man hier, guck mal, jetzt fährt sich hier quasi so ein Ding aus und jetzt können wir nämlich Fleisch da drauf machen, geht zum Schließen und dann trocknet das. Ah, ist das geil. Wir haben wenig Energie, wahrscheinlich hilft dann direkt Essen. So, warte mal. Gucken wir direkt mal nach dem Bogen, den halte ich nämlich sehr wichtig für Jagen. Und ich stelle mir mal eben direkt Inventar auf Tab. Ich hoffe, da ist nichts anderes. Ne, ich glaube nicht.
So, wo sind Stöcker? Ja. Nein. Ah, ich drücke mich auf die Fresse. Ich habe das Spiel, also den ersten Teil, zuletzt mit Controller gezockt. Apropos, teste nochmal eben. Kann man den mit Controller zocken? Ich glaube, es gibt eine Kompatibilität. Jo, Mann, nice. Stark. So, handgefertigter Schwerfackel, handgefertigte Keule, handgefertigter Bogen. Wir brauchen also Seil. Seil kann man auch irgendwie selbst fertigen, ohne dass man das so finden muss. Reparaturwerkzeug brauchen wir erstmal noch nicht. Ja, okay, dann brauchen wir erstmal ein Seil. So, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Okay. Oh, guck dir das Feuerzeug an, Mann. Geil. Ja, okay, aber ich bleibe erstmal auf Tastatur und Maus. Ist nur gut zu wissen, dass es eine Controller-Kompatibilität gibt. So, gib mir mal direkt Stocklager, weil der Kelvin, ey Junge, der hat gleich den ganzen Wald hier leer gefahren. So, jetzt wäre mal wieder schön, wenn die Axt in meiner Hand bleiben würde, aber ignorieren da erstmal ein bisschen. Er macht ja alles voll mit Stock. Aber geil, richtig geil. Das ist natürlich eine kranke Entlastung. So, und jetzt kann man die nämlich hier alle stapeln. Kelvin, mein Freund, kann man dich auch rufen, wenn du irgendwie weg bist? Oder? Ja, na gut, dann bring doch mal eine Ladung Steine. Junge, also die AI, der Kelvin, wir können uns schon mal einen Namen für den ausdenken, weil Kelvin ist nicht so on point. Die AI soll sehr gut funktionieren und das tut sie bis hierhin eigentlich auch gut. Nur ich wüsste jetzt halt nicht, ob ich den ranrufen kann. Weißt du, ob man jetzt hier warten muss, bis der wieder zurückkommt, damit ich ihm einen neuen Befehl geben kann? Man kann ihn bestimmt auch irgendwie ranrufen, dass der sofort Bescheid weiß, okay, da muss ich hin. So, dann machen wir auch mal direkt ein Stammlager. Steinlager können wir gleich auch mal machen. Also erstmal, ich mache jetzt gerade echt so die Basics, ne Leute, ich muss mich halt auch komplett rantasten. Ne? Wir machen halt das Stammlager mal so ein bisschen abseits. Nämlich hier hin und dann bauen wir... Ah, warte mal, kann man das wieder erweitern? Ne, kann man offensichtlich nicht. Kelvin, komm mal her. So, du sammelst mir jetzt mal bitte Stämme. Hohl, Stämme und fallen lassen. Zack. Haha, Junge, ich find's geiler, wenn er ihm einfach die Note so hier an die Brust klebt. Kann der jetzt Bäume fällen? Also er nimmt jetzt erstmal den einen, der da liegt. Achso, wir brauchen Feuer auf jeden Fall. Ja, danke. Danke, Kelvin. Du bist eine Riesenhilfe, bist du. Wie kann ich den jetzt droppen? Ah, hier. Ah, okay, ich muss die Bäume aber fällen. Okay, finde ich aber einen guten Kompromiss, ganz ehrlich. Als Sammler macht er sich dann schon so was von nützlich, selbst wenn ich nur die Bäume fällen muss. Muss ich den versorgen wie so eine Nomade oder wie so ein Kind? Oder braucht er nichts? Guck mal, ich glaube, der Baum geht so nicht down, oder? Oh, jetzt haben wir Regen. Ich glaube, der würde so nicht down gehen, oder? Ne? Ich glaube, mir hier ein Wolf, Mann. Ja, du musst tatsächlich mit rumgehen, ey, Wahnsinn. Ja, wir haben auf jeden Fall krasse FPS-Bots. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr, sonst müssen wir halt irgendwas ein bisschen verringern. Oh! Ii! Bah, machen die was? Sick den Land. Boah, ich habe Angst, da irgendwie drüber zu laufen oder so. Jetzt glitschen die sich natürlich auch komplett da fest, ne? So, warte mal. Wir brauchen auf jeden Fall auch jetzt was mit Dach oder so, weil wir brauchen Feuer. Und Feuer bei Regen verschützt sich nicht so gut. Nein. Okay. Also kann wirklich sein, dass wir diese Base hier gar nicht auf Dauer haben. Junge Kelvin. Hat der den Stamm auf mich geworfen. Ja, wir brauchen irgendwie, einen Unterstand oder sowas. Kann man hier so einfach wie früher oder wie im ersten Teil jetzt mal irgendwas bauen? Unterkühlen. Ja, du kannst halt hier anbauen.
Bauplattform. Bett aus Stücken. Ich hätte gerne einfach nur halt irgendwie so ein Fundament. Im ersten Teil war das Fundament quasi. Oder was ist, gehen wir nochmal in den anderen Modus. Vielleicht ist der andere Modus einfach irgendwie individueller oder so, weißt du? Kann ja sein. Einfacher Boden. Ah! Okay. Wir brauchen, also im Prinzip, warte mal, wie kann man, jetzt kann man ja auch unter grundlegende Wand anklicken. Ah, okay, dafür muss man aber einen einfachen Boden machen. So, sprich, wie machen wir den? Der sagt mir jetzt hier einfach hinlegen. Keine Ahnung, ne? Ich würde sagen, wir versuchen jetzt mal irgendwie was. Das wird nämlich jetzt gerade dunkel und das ist, ah, er fällt auch selber. Kelvin fällt auch selber. So, wie kann ich, ah, leck mich am Arsch. Das ist cool. Das haben sie sehr schön, sehr, sehr schön mit reingebracht. Wie kann ich jetzt hier weiter? So. Ah, Junge, ist das geil. Ist das sick, Alter. Ja, Mann. Krank. So, und jetzt muss man, glaube ich, die hier erstmal droppen. So, dann brauchen wir die Axt. Und dann muss man die, glaube ich, spalten. Also, ja, wie spalte ich die? Keine Ahnung. Oder muss man sich die erst reinlegen? Ja, das ist, glaube ich... So. Rechtsklick? Achso. Forest ist so ein krankes Game. Alleine dafür schon wieder. Absolut geil gemacht. Ja, bring dich nicht um mit den Dingen, ne? Kelvin. Also Ersteindruck. Absolut heftig. So, jetzt will ich eine Wand haben. Wie funktioniert eine Wand? Kann der Kelvin eigentlich sterben? Weil Forest 1 war ziemlich gefährlich, ne, wenn man so rausgegangen ist. Ey, Junge. Das ist der Shit. Das ist jetzt echt wirklich jetzt. Okay, das ist jetzt ein bisschen. Oh Leute, das ist ein Game, da habe ich richtig Spaß. Da werde ich. Ich weiß nicht, was der Pfeil jetzt heißt, aber wir kriegen halt. Darauf erstmal einen Schluck. Absolut geil gemacht. Wie kann ich jetzt hier eine Wand reinmachen? So, jetzt stützt er das nochmal. Also die, keine Ahnung, also offensichtlich müssen wir da vielleicht nochmal so einen Zwischenschritt einbauen. Ich hätte jetzt gedacht, dass er die vielleicht sofort so startet. Also nebeneinander quasi aufreiht, ne, in dem Viereck. Ja, jetzt macht er das. Ne, okay, jetzt nicht. Das. Ich will eigentlich, möchte ich jetzt... Oh, sick den LAN! Sick den LAN! Freund oder Feind? Kelvin, kannst du die mal kurz ein bisschen betatschen? Um rauszufinden, ob die cool ist. Die hat drei Beine. Oh, ist das cool? Nee, ich meine, die konnte man schon so im Trailer sehen. Ne? Lässt du bitte den Kelvin in Ruhe? Nicht, Alter. Was macht die da? Oh Gott, ich guck einfach weg. Einfach so tun, als wäre die nicht da. Weil Frauen wollen Aufmerksamkeit. Wenn ich eins gelernt habe. So, wir filmen mal wieder hier so ein paar Bäume. Ursprünglich will ich ja eigentlich nur ein Dach haben, damit wir ein Feuer machen können. Ich fürchte, dass wenn ich gleich nach rechts gucke, die einfach da steht. Und das ist nicht gut. Das muss halt wirklich nicht sein.
Aber fall doch um. Nein, nein. Da ist sie wieder. Beruhig dich. Beruhig dich. Okay, also folgende Sachen. Die Struktur ist nicht zusammengebrochen. Das ist gut. Aber vielleicht haben wir im Einzelspieler im Kampagnenmodus einfach die Zerstörung aus. Das kann auch sein. Dann, wo jetzt gerade die Virginia heißt. Also die wird, glaube ich, nicht Virginia genannt. Wo die jetzt gerade kam. Die KI in diesem Game ist... kann ich wieder was anreißen? Ja. Die KI in dem Game ist, ich würde fast sagen, mit das Aussehen geschildert. Die KI in dem Game ist brutal bei den Gegnern. Ich war schon im ersten Teil so. Scheint es halt wirklich diese Dinger dann so zu sein. Also irgendwie so drumherum laufen. Im ersten Teil konntest du immer noch von einer Position, ich bin, glaube ich, fast ein Auge darauf gestellt. So, wir brauchen jetzt mal... Ey, nein, hier ist doch was kaputt gegangen. Ah, Leute, ey, ärgerlich, egal. Machen wir mal langsam das fertig, weil wir brauchen irgendwie mal so eine Art Feuer oder so. Hallo, hallo, hallo. Wir können auch springen, er springt ziemlich hoch, ne? Geht der da jetzt rein, oder? Wenn ich den hier so, wenn ich hier die Hitbox mache, dann... Tatsache, wunderbar. So, jetzt machen wir da mal ein Feuer drauf. Also wird auch langsam dunkel, ne? Einfaches Feuer, einfach... Einfach fast nichts. Kevin, mach keinen Scheiß. Verstärktes Feuer, wir machen direkt mal das verstärkte Feuer. Heißt, ach, da muss ich jetzt auch einfach nur die Stücke und dann am Boden oder was? Ich glaube schon. Also einfach Stücke. Boah, langsam wird bedenklich dunkel hier wieder. Stücke. Ich hoffe, das passt mit der Aufnahme, das hat hier gleich nicht zu dunkel wird. Gib mal die Stücke eben her. Wo sind sie da? Oder wenn ich jetzt einen so. Ah, guck mal hier. Siehst du das? Ja, dann wird ein großes Feuer. Da, von dem Feuer werden wir Langeweile haben. Ah, Junge, Junge, Junge. Kelvin? Ja, okay, der braucht wohl eine kurze Pause. Kann er sich gönnen, er hat viel gesagt. Ich will nochmal hier nachladen. Ja, boah, ich glaube, du brauchst nicht nochmal anzünden. Mach du mal. So, warte mal. Jetzt können wir da auch irgendwie Steine. Also ist ja ein verstärktes Feuer. Also das ist so cool gemacht. Erschreckt mich nicht so viel. Ja. Also uns kannst du wohl aus der anderen Hemisphäre sehen mit dem Feuer. Scheiße. Also Feuer ist ein Riesenthema bei Forest, weil das lockt halt auch die Viechers und so an. Und das ist eher... Nicht gerade so, wenn man gerade erst angefangen hat zu spielen, dann ist das eher nicht so der Schick, den man jetzt haben würde. Wir laden hier nochmal ein paar Dinge. Ja, du brauchst nicht nochmal ein Zug. Das macht das Feuer schon ganz alleine. Ich brauch mal zwei rein. Nur du siehst nichts, ne? Guck mal. Also nicht, dass ihr euch täuscht, ne? Ich sehe auch nichts. Das ist komplett schwarz. Ah, boah, jetzt haben wir aber deutlich mehr Sichtweite nur dazu bekommen. Durch den Nachschub hier von mehreren Stückern. Ich glaube, der Feuer wird, logischerweise wird halt größer, macht mehr Feuer und der Kelvin ist weg. Und tja, das, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, also ich kann ihn jetzt nicht wiederfinden. Wenn er da irgendwie sich Schaden zufügt oder wenn er angegriffen wird oder so, dann haben wir ein kleines Problem leider. Okay. Er holt weiter Stimme. Ey, Junge. Wie geil ist denn das bitte? Du kannst ihn einfach die ganze Zeit durchsammeln lassen an einem bestimmten Ort und dann hast du es immer so. Ey, ne, also
Kelvin? Du scheinst Feuer nicht so zu kennen. Der Typ ist jetzt schon, ey. Warte, ey. Ey, du brauchst nicht. Ey. Folge mir einfach, komm rein. So, Leute, ich würde sagen, wir machen die erste Folge. Wir schließen für heute erstmal damit ab. Ich bin ultra gehypt wegen dem Game. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein paar Folgen aufnehmen. Und am Wochenende keine Folge, Samstag, Sonntag keine Folge. Wir sehen uns dann erst Montag wieder in diesem wunderschönen Spiel, Leute. Und ich bin sehr, sehr glücklich, glaube ich, dass wir God of War, nichts gegen God of War, aber dass wir das abgebrochen haben. Weil jetzt sind wir hier in diesem richtig geilen Spiel. Ja, und damit, Leute, Kelvin und ich verabschieden uns. Der hat schon wieder, keine Ahnung, Schwächeanfall. Und ich wünsche euch einiges. Wie gesagt, Dankeschön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal.